Hallo und herzlich willkommen. Es folgt die Lösung einer Aufgabe zum Thema aufwandsorientiertes Buchen, Just-in-Time-Verfahren. Und bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis: Dieses Video ist für Industriekaufleute optimiert. Leute von der Uni können sich auch gerne an dieser Aufgabe versuchen. Für alle anderen empfehle ich, auf meine Seite zu gehen: www.prüfungstrainer.net. Da habt ihr hier unterschiedliche Ausbildungsbereiche. Es wird jeden Tag mehr. Büromanagement kommt irgendwann dazu, etc. Aber hier, wie gesagt, für Industriekaufleute. Bevor ihr mit der Aufgabe anfangt, bevor ihr euch anschaut, wie die Aufgabe aufwandsorientiert zu lösen ist, solltet ihr auf jeden Fall auf meiner Seite hier bei Steuerung und Kontrolle euch angeschaut haben, nämlich das Erklärvideo zu dieser Übungsaufgabe. Wenn ihr also hier auf den Bereich geht, aufwandsorientierte Methode, dann habt ihr hier unten das Erklärvideo, das ihr euch auf jeden Fall anschauen müsst. Und darunter wird sich dann gleich dieses Video befinden, mitsamt allem, was ihr benötigt. Also einmal hier die Arbeitsblätter dazu, die Kontenvorlage, die wir gleich ausfüllen werden, also mit dem T-Konten etc. Gut, also wenn ihr hier raufklickt auf Aufgabe bestandsorientiertes Kontraktionsmethode, dann habt ihr genau dieses Blatt vor euch zu liegen. Okay, wie im Erklärvideo angedeutet, werden wir jetzt hier diese Aufgabe, die ihr hier seht, dreimal lösen. Einmal nach dem bestandsorientierten Verfahren Skontraktionsmethode, dann bestandsorientiertes Verfahren Inventurmethode und dann die gleiche Aufgabe nochmal aufwandsorientiert. Ja, damit ihr wirklich mal den Unterschied feststellt. Okay, wir beginnen also mit bestandsorientiert und nach der Skontraktionsmethode. Das ist die Methode, die ihr bisher eigentlich immer gemacht habt, mit Materialentnahmeschein und so, halt Entnahme aus dem Materiallager. Die wollen wir jetzt hier so mal einmal exemplarisch vorführen und dann machen wir die beiden anderen Methoden. Okay, es geht los mit Geschäftsvorfall Nummer 1, Kauf von Rohstoffen auf Ziel für 30.000 Euro. Bevor wir damit aber anfangen, müssen wir natürlich noch zum Kontenschema rübergehen und die Konten natürlich eröffnen über das Konto EBK. Wie ihr wisst, also natürlich hier am Anfang immer zuerst mit EBK. Ich brauche dazu mal die Bilanz, die hole ich mir aus der Aufgabe rüber. Also ich schnappe mir hier diese Bilanz und packe sie hier rein. Und dann eröffne ich die aktiven und passiven Bestandskonten, indem ich einfach spiegelverkehrt, was in der Eröffnungsbilanz ist, ins EBK packe. Also die Aktivseite kommt ins Haben und die Passivseite ins Soll. Und dann kommen die aktiven Anfangsbestände auf die jeweiligen Aktivkonten und die passiven Anfangsbestände jeweils auf die Passivkonten. Okay, dann kann hier noch im EBK die Summe gebildet werden. Beide Seiten können doppelt unterstrichen werden. Auf den aktiven und passiven Bestandskonten befinden sich jeweils die Anfangsbestände. Dann kann die Bilanz hier oben rechts weg. Wer damit noch Schwierigkeiten hat, sollte unbedingt EBK und SBK auf meiner Webseite wiederholen. Das ist nämlich super wichtig, dass ihr das könnt. Kann ich euch mal kurz zeigen. Dann müsst ihr unbedingt zurück hier auf SDK, also Steuerung und Kontrolle. Und dann natürlich hier oben bei EBK, SBK. Okay, wir machen nun weiter mit dem ersten Geschäftsvorfall. Dieser lautet: Kauf von Rohstoffen auf Ziel für 30.000 Euro. Der Beleg ist eine Eingangsrechnung. Wir benötigen also die Konten Rohstoffe und Verbindlichkeiten. Die Rohstoffe nehmen zu. Das passiert im Soll 30.000 Euro. Und gleichzeitig entsteht eine Verbindlichkeit. Die Mehrung der Verbindlichkeiten sind im Haben, denn wir haben auf Ziel gekauft. Eingangsrechnung bedeutet immer Kauf auf Ziel. Davor kommt die Nummer des Geschäftsverfalls und der Name des jeweiligen Gegenkontos. Hier also Verbindlichkeiten. Und hier drüben Rohstoffe. Und der Buchungssatz zu diesem Geschäftsverfall lautet: Rohstoffe an Verbindlichkeiten 30.000 Euro. Wir machen weiter mit Geschäftsverfall Nummer 2. Ein Mitarbeiter entnimmt dem Materiallager Rohstoffe im Wert von 15.000 Euro, um sie in der Fertigung einzusetzen. Der Beleg ist ein Materialentnahmeschein. Wichtig an dieser Stelle ist Folgendes: Später bei der Inventurmethode im bestandsorientierten Verfahren und beim aufwandsorientierten Buchen gibt es diese Art von Geschäftsvorfall nicht mehr. Sämtliche Entnahmen, die hier per Materialentnahmeschein als Geschäftsvorfall gebucht werden, gibt es dort einfach nicht mehr. Hier machen wir es aber also in der Skontraktionsmethode beim bestandsorientierten Buchen. Müssen wir das auf jeden Fall machen. Okay, wir entnehmen also 15.000 Euro Rohstoffe aus dem Materiallager. Entnahmeschein ist der Beleg. Wir benötigen Rohstoffe und Aufwendungen für Rohstoffe. Wenn wir die Rohstoffe aus dem Materiallager entnehmen, dann werden die dort weniger. Also haben wir eine Minderung der Rohstoffe. Das passiert hier im Haben. Die Rohstoffe werden in die Fertigung gegeben, mithin verbraucht. Das also ist eine Aufwendung für Rohstoffe. Wir buchen Aufwendungen, wenn sie bei uns entstehen, im Soll. Also kommen die Beträge hier rein. Nummer des Geschäftsverfalls und Namen des Gegenkontos jeweils vor die Beträge.
Und der Buchungssatz lautet Aufwendungen für Rohstoffe an Rohstoffe 15.000 Euro. Wie gesagt, wir wollen uns an dieser Stelle schon merken, dass eben dieser Geschäftsverfall später bei der Inventurmethode bestandsorientiert und aufwandsorientierte Methode, dass dieser Geschäftsverfall dort wegfällt. Wir machen weiter mit drittens. Laut Materialentnahmeschein werden im Materiallager Rohstoffe im Wert von 20.000 Euro entnommen und in die Fertigung eingesetzt. Der gleiche Geschäftsverfall nochmal, deswegen war kürzen ab. Ich wollte halt ein paar Beträge mehr haben bei Aufwendung für Rohstoffe, deswegen habe ich das gemacht. Also der gleiche Geschäftsverfall nochmal. Diesmal natürlich mit 20.000 Euro, drittens davor. Und der Buchungssatz ist wieder Aufwendungen für Rohstoffe an Rohstoffe. Wir machen weiter mit dem nächsten Geschäftsverfall. Laut Ausgangsrechnung werden eigene Erzeugnisse im Wert von 180.000 Euro auf Ziel verkauft. Wir haben also Produkte hergestellt und verkaufen diese auf Ziel. Wir brauchen die Kontenforderungen sowie Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Wenn wir auf Ziel verkaufen, also mit Ausgangsrechnung verkaufen, steigern sich unsere Forderungen. Der schuldet uns ja Geld, der Kunde. Also kommen die 180.000 bei Forderung hier ins Soll. Gleichzeitig haben wir einen Ertrag. Erträge, wenn sie denn bei uns entstehen, buchen wir im Haben. 180.000 Euro Erträge. Davor die Nummern der Geschäftsvorfälle und die Gegenkonten. Und der Buchungssatz von dem ganzen Ding hier: Forderungen an Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse 180.000 Euro. Wir machen weiter mit dem nächsten und letzten Geschäftsvorfall. Da habe ich euch nochmal einen Aufwand eingebaut, damit die G&V nicht gleich so armselig leer aussieht. Wir überweisen die Löhne für die Mitarbeiter 40.000 Euro. Wenn wir überweisen, wird unser Bankkonto weniger. Wir brauchen also Banklöhne. Da brauchen wir das Aufwandskonto Löhne, also Löhne und Bank. Unsere Bank wird gemindert, wenn wir Löhne überweisen. Das passiert also hier im Haben von Bank. Gleichzeitig entsteht uns ein Lohnaufwand. Aufwendungen, wenn sie denn bei uns entstehen, buchen wir im Soll. Also hier bei Löhne 40.000 im Soll. Und davor die Nummer des Geschäftsverfalls und die Gegenkonten, die Namen der Gegenkonten. Der Buchungssatz lautet Löhne an Bank 40.000 Euro. Okay, Herrschaften, wir sind fertig mit der Aufgabe, jedenfalls was diese laufenden Buchungen hier betrifft. Und wir müssen jetzt ganz normal abschließen. Das ist eine Aufgabe, wie ihr sie bisher immer gemacht habt. Ja? Hier ist nichts Neues, wir machen sie nur zum Vergleich. Wir sollen jetzt einfach die Konten abschließen, das könnt ihr hoffentlich. Wir müssen jetzt einfach Aufwands- und Ertragskonten über G&V abschließen. Das möchte ich jetzt mal kurz machen. Und zwar beginne ich mit dem Ertragskonto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Hier kommen natürlich die 180.000 Euro hin, davor G&V. Gegenbuchung passiert im Haben von G&V. Davor schreibe ich Umsatzerlöse. Dann schließe ich genauso nach dem gleichen Prinzip Löhne ab. Hier natürlich die G&V, der Schlussbestand im Haben, 40.000 Euro. Kann ich gleich nochmal die Summen bilden. Hier unten dürft ihr natürlich nicht vergessen. Zack. Nachher werde ich sie noch doppelt unterstreichen. Dann Aufwendungen für Rohstoffe muss auch abgeschlossen werden. Schlussbestand ist 35.000 Euro. Hier drüben, wir schreiben G&V davor. Summenbildung nicht vergessen. Und der Schlussbestand von Aufwendungen für Rohstoffe 35.000 Euro erfolgt hier im Soll. Und Löhne mit 40.000 darunter natürlich auch. Es gibt weiter keine Aufwands- und Ertragskonten. Wir schließen die G&V ab. Die Habenseite ist größer mit den 180.000 Euro. Also rechne ich hier 180.000 Euro minus 35.000 minus 40.000. Was da rauskommt, schreibe ich hier hin. Nämlich 105.000 Euro. Und das ist unser Gewinn, da er ja hier auf der Sollseite entsteht. Erträge sind mithin größer als die Aufwendungen. Das Ganze wird ins Eigenkapital gebucht. Leute, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, bitte geht zurück zu den Basics-Aufgaben, wo ihr das einübt. Ihr müsst wissen, wie ihr Aufwands- und Ertragskonten über G&V abschließt. Super wichtig. Und diesen Gewinn von 105.000 Euro kommen wir hier nach oben ins Eigenkapital und schreiben den hier rein. So, nun haben wir Aufwands- und Ertragskonten über G&V abgeschlossen. Jetzt schließen wir nur noch die Aktiv- und Passivkonten über SBK ab. Ich kann hier direkt mit Eigenkapital beginnen. Schlussbestand ist offenbar 415.000 Euro, kommt hier rein. Ins SBK natürlich, bilde ich hier noch schnell eben die Summe. 415.000 Euro nehme ich jetzt mit und schreibe sie bei SBK hier ins Haben rein. Und jetzt kürze ich wirklich an dieser Stelle mal ab. Leute, ich mache nichts weiter als jetzt die Schlussbestände bilden der Aktiv- und Passivkonten. Also hier bei WGA werde ich einen Schlussbestand haben von 60.000 Euro. SBK davor natürlich. Dann werde ich diesen Betrag 60.000 Euro bei BGA hier unten reinschreiben. Das gleiche mache ich mit Teer und Maschinen. Das gleiche mache ich mit Darlehen. Wobei natürlich hier der SBK von Darlehen, die 100.000 Euro, werden natürlich auf der Habenseite von SBK erscheinen, direkt unter Eigenkapital. Also hier und davor dann eben Darlehen.
Solltet ihr damit Schwierigkeiten haben, wie gesagt, bitte geht zurück zu EBK und SBK hier. Dort lernt ihr das nämlich, wie ihr nämlich Konten korrekt abschließt. Hier kürze ich das Ganze jetzt ab und wir sehen das fertige SBK. Mit den Summen unten 555.000 Euro. Ihr seht, ich habe überall hier noch die Kontensummen gebildet eben und natürlich auch wunderschön doppelt unterstrichen, damit ihr keinen Punktabzug bekommt bei euren Lehrerinnen und Lehrern. Die sind manchmal da so ein bisschen strenger als ich. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt die Aufgabe komplett einmal nach der alten Methode, Kontraktionsmethode, bestandsorientiert gelöst. So wie ihr das immer gemacht habt bisher. Und dann habe ich im letzten Kapitel gesagt, irgendwas von Inventurmethode, die es ja auch noch gibt im Gegensatz zur Kontraktionsmethode. Da macht man das Ganze ein bisschen anders, habe ich gesagt. Und jetzt machen wir die Aufgabe halt nochmal, nur eben nach dieser Inventurmethode. Immer noch bestandsorientiert. Leute, eure Geduld wird sich hier echt lohnen. Also bitte habt Geduld und steht diese Aufgabe bis zum Ende durch, damit ihr dieses schwierige Kapitel bestandsorientiert, aufwandsorientiert und so weiter wirklich drauf habt. Also okay, die ganze Aufgabe nochmal mit der Inventurmethode. Und das Aufgabenblatt findet ihr natürlich hier bei Steuerung und Kontrolle. Und wenn ihr dann dorthin geht zu aufwandsorientierte Methode, danach buchen und dann werdet ihr sehen, das, was ich jetzt machen werde, das Aufgabenblatt findet ihr dazu hier. Aufgabe bestandsorientiert Inventurmethode und Kontenvorlage bestandsorientiert Inventurmethode. Die beiden Dokumente brauchen wir jetzt. Die macht ihr euch dann bitte auf. Das ist das Aufgabenblatt und wir wollen uns mal den kleinen Unterschied angucken, den wir hier haben. Schaut euch mal die Geschäftsverfälle an. Wir haben hier nur Kauf von Rohstoffen auf Ziel und dann laut Ausgangsrechnung werden eigene Erzeugnisse verkauft und wir überweisen die Löhne für die Mitarbeiter. Diese drei Geschäftsverfälle habt ihr in der anderen Aufgabenstellung auch. Ja? Plus hier haben wir eben noch zwei mehr, nämlich die Entnahme per Materialentnahmeschein. Die fällt hier nun bei der Inventurmethode weg. Und dann noch eine Sache. Schaut mal, hier steht keine Angabe zum Inventurbestand, aber in einer anderen Aufgabe steht jetzt hier Anmerkung: Schlussbestand der Rohstoffe laut Inventur 2000 Euro. Okay, das sind die Unterschiede in den beiden Aufgabenblättern. Und wir legen nochmal ganz normal los mit dem Kontenblatt und mit der Eröffnung über EBK. Ihr habt wieder EBK, ihr holt euch wieder die Bilanz. Gleiches Prinzip, was hier auf der Aktivseite ist, kommt hier ins Haben, was auf der Passivseite ist, kommt ins Soll. Und die Bilanz kann dann hier weg und dann wieder eben die Anfangsbestände der Aktiv- und Passivkonten. Und wenn das erfolgt ist, beginnen wir wieder mit dem ersten Geschäftsvorfall. Der lautet dann wieder Kauf von Rohstoffen auf Ziel für 30.000 Euro, Beleg ist in der Eingangsrechnung. Also wieder ab zu Rohstoffe und Verbindlichkeiten, 30.000 Euro wieder hier im Haben bei Verbindlichkeiten. Sollen wir nicht und hier bei Befindlichkeiten im Haben, Gegenkonten davor. Hier, ein Mitarbeiter entnimmt dem Materiallager Rohstoff im Wert von 15.000 Euro. Das passiert jetzt in der Realität auch, okay? Also der kommt wirklich dorthin und nimmt sich das Material und verarbeitet das auch. Und dann nimmt später dann nochmal die 20.000 Material. Das alles passiert, aber wir buchen es halt nicht. In der Inventurmethode unterlassen wir die Buchung, weil wir es uns einfacher machen wollen. Okay, also der Geschäftsvorfall entfällt jetzt hier in der Variante und wir machen gleich weiter mit laut Ausgangsrechnung werden eigene Erzeugnisse im Wert von 180.000 Euro verkauft. Und dazu brauchen wir die Konten Umsatzerlöse und Forderungen. Wieder nichts Neues, Forderung steigt um 180.000, Umsatzerlöse auch. Der gleiche Geschäftsvorfall wie bei der ersten Variante, Forderungen an Umsatzerlöse 180.000 Euro, es ändert sich wirklich gar nichts. Und dann gehen wir zum letzten Geschäftsverfall, Überweisung der Löhne 40.000 Euro per Bank. Da ist wieder das Gleiche hier. Wir brauchen Löhne und Bank. Die Bank wird um 40.000 Euro gemindert, natürlich. Und Löhne, der Aufwand entsteht. Wenn ein Aufwand entsteht, buchen wir das im Saldo des Aufwandskontos. Also wieder Löhne an Bank 40.000 Euro. Absolut nichts Neues. Und wie ihr seht, sind wir jetzt sogar früher fertig geworden und müssen den Abschluss machen. Und dieser ist tatsächlich ein bisschen anders. Anders als in der ersten Variante, wo wir nach der Skontrationsmethode gebucht haben. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir brauchen jetzt erstmal das Konto Rohstoff. Ja, das möchte ich mir mal nehmen und euch zeigen, wie wir das machen. Wir gehen zum Konto Rohstoffe und müssen nun zunächst den Schlussbestand laut Inventur eiskalt dort reinbuchen. Und der ist in der Aufgabenstellung gegeben. Das ist ja immer im Übrigen, wenn es mit der Inventurmethode gemacht wird. Dann haben wir immer den Schlussbestand, der hier schon gegeben ist, der laut Inventur festgestellt wurde. Den buchen wir jetzt eiskalt hier rein. Wir schreiben SBK rein, so, und dann eben den laut Inventur festgestellten Schlussbestand. Dann schließen wir Rohstoffe ganz normal ab, indem wir die größere Seite eben die Summe bilden und dann auf die andere Seite übertragen und dann fragen uns quasi, wie hoch ist denn die Differenz aus 37.000 und 2.000?
die wir dann hier oben eintragen. Wir rechnen 37.000 minus 2.000 sind 35.000 und das ist unser Rohstoffverbrauch. Ihr habt das hoffentlich eingeübt auf meiner Seite beim Kapitel Bestandsveränderung, wenn ihr hier nach oben, nee, nicht Bestandsveränderung, sondern, sorry, wenn ihr hier oben seid bei der bestandsorientierten Methode. Hier habt ihr ganz viele Aufgaben dazu. Wenn ihr raufgeht, habt ihr viele Aufgaben, die eben diesen Abschluss behandeln. Ja, diesen Prozess, den ich gerade darstelle. Die Berechnung des Rohstoffverbrauchs und die Umbuchung auf das Konto Aufwendungen für Rohstoffe. Das war auch das Stichwort Umbuchung. Die 35.000 wird gegengebucht bei Aufwendungen für Rohstoffe. Und davor schreiben wir jeweils den Namen der Gegenkonten. Also hier einmal Aufwendungen für Rohstoffe. Von mir jetzt mal abgekürzt. Hier unten schreibt ihr Rohstoffe rein. Und der Buchungssatz lautet Aufwendungen für Rohstoffe an Rohstoffe. Und wenn ihr euch jetzt die Lösung der ersten Variante anschaut, da werdet ihr auch sehen, dass dort auch 35.000 letztendlich auf dem Aufwandskonto steht. Ja? Also ist genau das Gleiche hier passiert, nur ein bisschen anders eben. Ein bisschen auf dem Umweg. Und was jetzt als nächstes passiert, ist ganz normal wieder Aufwands- und Ertragskonten über G&V abschließen. Ich werde also hier ganz normal wieder Aufwendungen für Rohstoffe abschließen. Die 35.000 kommen ins G&V hier unten rein. Und dann werde ich natürlich Löhne abschließen. Hier oben also G&V bei Löhne, daneben 40.000 Euro. Und das Ganze hier wieder in der G&V. 40.000 Euro. Und dann Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse abschließen. 180.000 Euro. Das könnt ihr natürlich alles perfekt, deswegen ist euch das Ganze hier nicht zu schnell, hoffe ich jedenfalls. Bitte schreibt mir, falls dem nicht so ist. Umsatzerlöse abgeschlossen. Die G&V ist wieder abgeschlossen. Ich zeige euch jetzt mal was, wenn ihr hier die Summe bildet, 188.000 Euro und hier wieder rechnet, 180.000 minus all dem, was da oben steht. Also 180.000 minus 35.000 minus 40.000, dann kommt hier raus. Tada, wer hätte das gedacht? 105.000 Euro. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, das war der Gewinn auch in der ersten Aufgabe. Das haben wir dann danach ins Eigenkapital gebucht. Hier ist also nichts anderes passiert. Wir haben ganz normal den gleichen Gewinn wieder berechnet. Naja, es ist ja auch die gleiche Aufgabe, nur ein bisschen anders behandelt, eben nach der Inventurmethode. Und diese 105.000 Euro buchen wir dann eben wieder gegen. Moment, hier oben bei Eigenkapital. Davor schreiben wir G&V. Und dann würden wir eben wieder die Aktiv- und Passivkonten über SBK abschließen. Leute, ich spare mir das, denn das ist genau das Gleiche wie auch in der ersten Aufgabe, in der ersten Variante. Unten kommt wieder im SBK das Gleiche raus, das absolut Gleiche. Ihr habt die Lösung, ihr habt die Lösung. Also die Lösung werde ich euch auf jeden Fall auch noch reinstellen. Dann sollte das auch klar sein. Okay, Aktiv- und Passivkonten abschließen. Falls ihr damit Schwierigkeiten habt, bitte wiederholen. Okay, nun sind wir fast fertig. Jetzt kommt eben das Neue, die aufwandsorientierte Methode. Die gleiche Aufgabe nochmal nach der aufwandsorientierten Methode. Dazu solltet ihr euch dann hier nochmal bei aufwandsorientierter Methode da kurz reingehen. Und wir behandeln jetzt die gleiche Aufgabe nochmal, aber eben hier mit folgenden Dokumenten. Kontenvorlage hier einmal, also einmal Aufgabe aufwandsorientiert und Kontenvorlage aufwandsorientiert. Die beiden Dokumente hole ich mir mal jetzt. Hier ist auch schon die Aufgabenstellung und es sollte nicht verwundern, dass diese nämlich genauso aussieht wie die Aufgabenstellung, die wir gerade eben hatten bei der bestandsorientierten Methode, wo wir eben nach der Inventurmethode gearbeitet haben. Hier wieder beim aufwandsorientierten Buchen, es entfallen wieder die beiden Geschäftsvorfälle, wo wir per Materialentnahmeschein entnehmen. Könnt ihr euch mal anschauen. Die erste Variante hier, was wir gebucht haben, war die beiden Materialentnahmen per Materialentnahmeschein. Dann hatten wir bestandsorientiertes Verfahren, wo das eben weggefallen ist und wo wir nur die drei hatten. Und dann eben mit der Angabe des Inventurbestandes. Und genauso sieht auch die aufwandsorientierte Methode aus. Ja, sieht genauso aus das Aufgabenblatt. Dann machen wir wie immer. Wir nehmen die Bilanz jetzt mit, gehen in das Kontenschema rein und werden dort dann jetzt ganz normal wieder die EBK-Werte übernehmen. Hier kommt das rein, was hier auf der Passivseite ist und hier kommt rein, was auf der Aktivseite ist. Dann kann die Bilanz weg. Die Werte der Aktivkonten, also die Öffnungsbestände, kommen jeweils hier hin. Wisst ihr schon, bei den Passivkonten jeweils hier hin. Okay, und wir legen los wieder mit dem ersten Geschäftsverfall. Leute, ich möchte nochmal wiederholen, das ist alles dieselbe Aufgabe, nur mit drei verschiedenen Methoden. Einmal bestandsorientiert nach Inventurmethode, bestandsorientiert nach Kontraktionsmethode und dann eben jetzt hier aufwandsorientiert. Also Kauf von Rohstoffen auf Ziel für 30.000 Euro, der Beleg ist eine Eingangsrechnung.
Und hoffentlich sagt jetzt natürlich wieder, na klar, das können wir. Wir brauchen Rohstoffe und Verbindlichkeiten. Da muss ich euch jetzt aber enttäuschen. Denn wenn wir aufwandsorientiert buchen, ist genau hier der wichtigste Unterschied zu verzeichnen. Denn nach der aufwandsorientierten Methode müssen wir jetzt eben diese Rohstoffeinkäufe aufwandsorientiert buchen. Das heißt nicht auf Rohstoffe, sondern wir unterstellen einen sofortigen Verbrauch dieser Rohstoffe schon beim Kauf, im Moment des Kaufs. Also just in time, der LKW kommt quasi vorbei und sozusagen müssen wir uns vorstellen, dass wir jetzt direkt jetzt dieses Rohstoff nehmen und dann sofort ab in die Fertigungshalle damit und dann sofort verarbeiten. Weil wir minimale Lagerbestände haben wollen, buchen wir das eben jetzt hier, also behandeln wir das just in time orientiert. Und wir brauchen jetzt halt die Kontenaufwendungen für Rohstoffe und Verbindlichkeiten. Das ist ja also neu. Nicht Rohstoffe, sondern Aufwendungen für Rohstoffe. Ansonsten ist der Rest gleich. Die 30.000 kommen jetzt hier wieder ins Soll. Dann wieder erstens davor und Name des Gegenkontos. Verbindlichkeiten, das bleibt gleich. Dann ist es wieder ein Kauf auf Ziel. Per Eingangsrechnung also auch hier wieder das Ganze hin. Aber diesmal natürlich Aufwendungen für Rohstoffe als Gegenkonto. Und das war auch schon fast der wesentliche Unterschied. Ja? Der Buchungssatz ist jetzt natürlich Aufwendungen für Rohstoffe an Rohstoffe 30.000 Euro. Dann geht es weiter mit Geschäftsverfall Nummer 2. Laut Ausgangsrechnung werden eigene Erzeugnisse im Wert von 180.000 Euro auf Ziel verkauft. Das ist genauso der gleiche Geschäftsverfall wie den beiden ersten Varianten. Wir brauchen Forderungen und Umsatzerlöse für Erzeugnisse. Forderungen steigen wieder, weil wir auf Ziel verkaufen. 180.000 Euro im Soll. Dann haben wir Umsatzerlöse für 180.000 Euro. Kommt hier rein, davor jeweils die Namen der Gegenkonten und die Konten, die Buchungsnummer. Und der Buchungssatz, genauso wie bei den ersten beiden Malen, Forderungen an Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, 180.000 Euro. Dann der letzte Geschäftsverfall wieder, wir überweisen Löhne an unsere Mitarbeiter, 40.000 Euro. Auch hier nichts Neues, 40.000 und bei der Bank 40.000 und dann natürlich noch die Namen der Gegenkonten und drittens davor. Und der Buchungssatz Löhne an Bank 40.000 Euro. Und jetzt müssen wir wieder den Abschluss machen, denn wir sind durch mit den laufenden Buchungen. Das war drittens gewesen. Hier läuft nichts mehr. Wir müssen jetzt die Konten wieder abschließen. Eben nach der aufwandsorientierten, in diesem aufwandsorientierten Verfahren. Und wir machen das so, dass wir uns jetzt wieder, genauso wie bei der Inventurmethode, die wir beim bestandsorientierten Verfahren haben, die wenden wir auch hier an, die Inventurmethode. Wir brauchen eben wieder die Konten Rohstoffe und Aufwendungen für Rohstoffe. Und dann nehmen wir uns wieder laut Aufgabenstellung den Inventurbestand. Der ist wieder hier 2.000 Euro. Na klar, es ist ja auch die gleiche Aufgabe. Und diese 2.000 Euro, die schreiben wir wieder bei Rohstoffe hier rein. 2.000 Euro haben wir ja laut Inventur ermittelt. Und dann bilden wir hier wieder auf der größeren Seite die Summe. Das ist genau das Gleiche, was wir vorhin auch gemacht haben. Bei der Inventurmethode bestandsorientiert. Bloß da hat man hier einen anderen Wert. Die 7.000 Euro übertragen wir auf die andere Seite. Und dann fragen wir uns, was muss ich hier oben reinschreiben? 7.000 minus 2.000 sind 5.000 Euro. Die schreibe ich hier oben rein. Und das ist jetzt eben noch derjenige Betrag, der noch umgebucht werden muss auf das Konto Aufwendungen für Rohstoffe. Wir schreiben also davor Aufwendungen für Rohstoffe und buchen das Ganze gegen bei Aufwendungen für Rohstoffe im Soll. Schreiben davor Rohstoffe. Und der Buchungssatz lautet einmalig hier Aufwendungen für Rohstoffe an Rohstoffe 5.000 Euro. Und schaut euch jetzt an, wenn wir jetzt wieder ganz normal Aufwands- und Ertragskonten über G und V abschließen wollen, dann haben wir ja wieder bei Aufwendung für Rohstoffe 35.000 Euro. Und wenn ihr euch erinnern könnt, war das auch der Betrag, der dann später bei den beiden ersten Versionen auch in die G und V gegangen ist, 35.000 Euro. Ihr seht, auch hier sind es 35.000 Euro, die in die G und V reingehen. Folglich wird diese Aufgabe genauso das gleiche Ergebnis haben wie die anderen Aufgaben auch. Aufwendungen für Rohstoffe, hier wieder 35.000 Euro. Und somit sind Rohstoffe und Aufwendungen für Rohstoffe abgeschlossen. Im nächsten Moment werden wir dann wieder natürlich die Aufwands- und Ertragskonten, die übrig geblieben sind, also einmal Löhne hier mit 40.000 Euro. Die werden wir natürlich auch wieder bei G und V abschließen. Dasselbe wieder mit Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Da gehen wir hier rein, wieder 180.000 Euro.
Und natürlich wird auch hier wieder der Gewinn 105.000 Euro lauten, denn auch in diesem Fall haben wir, wie ihr sehen könnt, wieder die gleichen Werte, 180.000 Euro als Erträge hier, dann die beiden Aufwandspositionen 35.000 und 40.000. Wir werden also hier wieder die Summe bilden, ganz normal, und wir rechnen wieder 180.000 minus 35.000 minus 40.000. Und ihr seht, auch hier kommt der Gewinn wieder raus, der ins Eigenkapital gehört, 105.000 Euro. Gehen wir wieder nach oben, machen wieder 105.000 Euro hier rein. Davor kommt G&V wieder, dann schließen wir das Ganze hier ab. 415.000 Euro bilden die Summe auf beiden Seiten, ganz normal, nichts Neues. Schreiben davor dann SBK, übertragen dann die 415.000 Euro Eigenkapital ins SBK hier unten rein. Dann haben wir natürlich noch ganz normal Darlehen abzuschließen mit 100.000 Euro. Davor kommt natürlich wieder SBK und den Wert 100.000 Euro nehmen wir mit und schreiben unten rein. Unter EK kommt Darlehen mit 100.000 Euro. Dann schließen wir eben noch Verbindlichkeiten ab. Verbindlichkeiten haben wir insgesamt 40.000 Euro. Kommt hier oben 40.000 Euro rein. Den Wert nämlich ins SBK. Dann ist die Passivseite auch schon abgeschlossen. Wir machen weiter mit Teer und Maschinen hier oben. Schlussbestand 240.000 Euro. SBK kommt davor. Ich nehme also 240.000 Euro mit. Schreibe das hier unten an bei Teer und Maschinen. Dann geht es weiter mit BGA. Den Wert nehme ich mir auch oben, indem ich hier den Schlussbestand bilde, 60.000 Euro, SBK davor. Dann geht es weiter, wenn mich nicht alles täuscht, mit Rohstoffen. Hier muss ich nichts mehr machen, denn ich habe hier schon den SBK-Wert vorhin eingetragen. Ich nehme also nur die 2.000 Euro und trage die hier unten ein. Rohstoffe davor. Und dann habe ich die Forderungen. Die sind dann hier in Summe, sind das wohl 201.000 Euro. Den Betrag nehme ich mit. Hier bilde ich noch schnell die Summe. 201.000 Euro bei Forderungen. Und dann eben noch, weiß ich, kommt noch Bank und Kasse. Kasse kann ich hier schon sehen, SBK, 2.000 Euro. Dann brauche ich noch die Bank, gehe ich eins höher, habe ich 90.000 Euro, minus 40.000 Euro sind 50.000 Euro, davor SBK, Summe bilden, die 50.000 nehmen wir mit, tragen sie hier ein. Wenn ich alles richtig gemacht habe, haben wir wieder auf beiden Seiten SBK den gleichen Wert und ein kleiner Fehler, ich muss auch mal kurz gucken, wo ich den gerade gemacht habe. Okay, ich sehe schon, ihr wart natürlich aufmerksam und habt gesehen, dass ich hier 20.000 reingeschrieben habe. 2.000 wäre richtig gewesen. Und so stimmt es auch wieder. Da natürlich nicht vergessen, beide Seiten immer natürlich brav zu unterstreichen. Die Summen, wir uns ja nicht mit unseren Korrektoren und Korrektoren anlegen. Hier natürlich muss noch eine Summe gebildet werden bei G&V. Das Ganze auch doppelt unterstreichen, wisst ihr ja. Das ist ja ein Know-how, was ihr bereits habt. Okay, die Aufgabe ist hier fertig. Was habe ich euch gezeigt? Wie wir nach der bestandsorientierten Methode buchen. Einmal Kontraktionsmethode und Inventurmethode und dann einmal aufwandsorientiert bzw. Just-in-Time-orientiert. Ihr solltet euch Folgendes merken, dass nämlich die Geschäftsvorfälle, Materialentnahme, Scheinentnahme aus dem Materiallager, wie hier nur bei der Skontraktionsmethode bestandsorientiert diese Geschäftsvorfälle vorhanden sind. Dann bei bestandsorientierter Inventurmethode fallen diese weg. Stattdessen aber haben wir eine Angabe über den ermittelten Wert laut Inventur. Genauso sieht es auch aus bei der Aufgabenstellung, wenn wir aufwandsorientiert buchen nach dem Just-in-Time-Verfahren. Da haben wir auch die Materialentnahmescheine-Geschichten hier nicht, sondern auch eben nur Angabe über den Inventurbestand. Und bei der aufwandsorientierten Methode müssen wir uns noch eins merken, dass nämlich Rohhilfs- und Betriebsstoffe, Vorprodukte, Fremdbauteile und Waren, Handelswaren, immer wenn wir das kaufen, buchen wir nicht mehr auf Konto Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe etc., sondern immer direkt auf die Aufwandskonten. Okay, damit sind wir mit dieser Aufgabe am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen lang. Ich habe extra ein bisschen schnell gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Falls dem so war, gebt mir bitte Bescheid.
Ansonsten hoffe ich, dass ihr mir ein Like hier hinterlässt und auch ein Abo vielleicht für mich dabei rausspringt. Bis zur nächsten Aufgabe, macht's gut.